Seit 1996 leben mitten in Kärnten Japan-Makaken. Peter Gaubatz hat sich damals seinen Traum erfüllt, in Kärnten einen Affenzoo zu errichten. Das Projekt war damals allerdings fast so schnell zu Ende, wie es begonnen hat. Die 40 Affen, die mit dem Flugzeug von Japan nach Kärnten angereist sind, sind nämlich entwischt und haben es sich in den Ossiacher Tauern gemütlich gemacht. Die Bilder der Affenjagd sind damals um die Welt gegangen. Heute ist der Affenberg in Landskron ein europaweit einzigartiges Forschungszentrum für Affenkunde, berichtet Christoph Benders. Ein Mikrofonwindschutz, gestohlen von Japan-Makaken. Nicht in Japan allerdings, sondern mitten in Kärnten. In Landskron bei Villach leben 163 Japan-Makaken. Das Reich der Affen gibt es seit 1996. Als sich Peter Gaubatz den Traum von einem eigenen Affenberg erfüllt. Mein Ziel war Japan-Makaken, nicht Berberaffen, die ja vom Verhalten her interessanter sind und vor allem winterfester sind. Ich habe Kontakt mit Japan aufgenommen, bin nach Japan geflogen und habe versucht, Tiere zu bekommen. Was mir im Endeffekt auch gelungen ist, in Mino City war eine Gruppe, die in Mino City nicht mehr erwünscht war. Ansonsten wäre es sehr schwierig gewesen, eine Gruppe zu bekommen. Und das waren dann diese 40 Affen, die ich dann nach Österreich, nach Kärnten importiert habe. Die heute fast 30-jährige Sissi ist eine der wenigen noch lebenden Zeitzeuginnen eines Ausbruchs, der den Traum vom Kärntner Affenberg bereits nach kurzer Zeit fast begraben hätte. Die Affen klettern nach ihrer Freilassung 1996 über den Sicherheitszaun und nehmen die Ossiacher Tauern in Beschlag. Wir hatten das Pech, dass zugleich bei der Freilassung ein Gewitter war und ein technischer Defekt in der Stromanlage war und die Affen ganz normal über den Zaun steigen konnten. Am Morgen des 13. August beginnt die hektische Suche nach 39 Makakenaffen, die in der Nacht aus dem Gehege am Fuß der Burgruine Landskron entkommen sind. Was für die Betreiber des Affenparks eine Katastrophe bedeutet, ist für viele Einheimische und Gäste eine Affenhetz. Ich bin zufällig rausgefahren, da sehe ich sie auf der Seite sitzen, habe sie gleich mit meiner Banane, was ich da mitgehabt habe, verwöhnt. Habe einen Affen gesehen und dann bin ich eine Semmel holen gegangen und habe in die Semmel gefuttert. Mit Betäubungsgewehren versuchen Tierärzte, die Affen wieder einzufangen. Nach einiger Zeit gelingt das auch durch einen Glücksfall. Wir hatten die ersten 12 Affen eingefangen. Das war nach circa 10 Wochen. Und die 12. war das Alpha-Weibchen. Und das war unser großes Glück. Das heißt, das Alpha-Weibchen war hier im Gehege. Und die ganze restliche Mannschaft ist freiwillig nachgekommen. Auch Sissi ist damals zurückgekehrt. Heute als alte Dame ist sie eine Respektsperson. Obwohl sie eine Behinderung an der Pfote hat, ist sie voll in das Sozialgefüge integriert. Japan-Makaken haben eine strenge soziale Struktur, erklärt Anja Pflüger, leitende Wissenschaftlerin am Affenberg. Sie ist damals 1996 mit den anderen hierher gekommen. Sie hat hier dann auch ihre Familie gegründet, sozusagen. Also sie hat noch hier in der Gruppe eine Tochter, 3 Enkel und 5 Urenkel. Und von den 5 Urenkeln sind auch 2 ziemlich wahrscheinlich trächtig, die dieses Jahr vielleicht noch einen Ururenkel gebären werden für die Sissi. Also sie hat einen recht großen Familienclan, ist eben in einem Alter, wo sie auch eine wichtige Stellung hat in der Gruppe. Das heißt, sie hat hier schon auch was zu sagen. Ja. Tierschützer kritisierten das Projekt nach dem Ausbruch scharf. Ein Affenzoo gehöre nicht nach Kärnten. Heute, 22 Jahre danach, ist der Affenberg ein europaweit anerkanntes Zentrum für Primatologie. Bernhard Wallner von der Universität Wien schätzt die Möglichkeit, das Verhalten der Affen quasi vor der Haustür zu erforschen. Was wir bei Affen sehen, ist, dass deren Sozialstruktur sehr vergleichbar arrangiert ist wie unser eigenes Sozialsystem. Im speziellen Fall hier bei diesen Japan-Makaken, sie leben in matriarchalen Linien, das heißt in Familienclans, wo Mütter mit ihren Töchtern zusammenleben.
Und diese wiederum, diese Familien, stehen in hierarchischen Beziehungen zueinander. Und das ist durchaus eine Analogie zu menschlichen Gesellschaften. Bei menschlichen Gesellschaften haben wir eher Patriarchate, das sich aber natürlich gesellschaftlich schon langsam auflöst. Und wir aber sehr, sehr ähnliche Strukturen haben bezüglich dieser Rangstrukturen und wie wir interagieren miteinander über Konkurrenzsituationen. Und eine der größten Konkurrenzsituationen ist die Partnersuche. Auch das nicht ganz unähnlich zur menschlichen Gesellschaft. Im Winter sind die Weibchen fruchtbar und die Männchen buhlen um sie. Dafür ist nicht nur Aggression nötig, sondern Empathie. Der Smalltalk der Affen heißt Grooming, Fellpflege. Wer das Grooming geschickt einsetzt, kann in der Hierarchie aufsteigen. Die Weibchen wollen von den Männchen verwöhnt und umsorgt werden. Je mehr Individuen in Grooming-Aktionen verbunden sind oder involviert sind, desto weniger schütten sie das Stresshormon Cortisol aus. Desto ruhiger sind sie und desto wohler fühlen sie sich. Das ist wirklich etwas zum Entspannen. Und wir haben ähnliche Ergebnisse bei Menschen, Smalltalk. Also je weniger Informationen sie jemandem sagen, aber je freundlicher sie ihm Nonsens Information geben, desto wohler fühlen sich die Menschen und denken, sie haben ein schönes Gespräch mit ihnen gehabt, obwohl kein Inhalt transportiert worden ist. Und genauso ist das mit dem Grooming. Das ist unser Grooming, unser menschliches Grooming ist das Smalltalk. In einer Stadt voller Affen bin ich der King, weil ich mit schiefer Grimasse für die Massen sing. Die Weibchen kreischen, alle Affen springen. Schönes Ding, dass ich der angesagte Affe bin. Paul ist der derzeitige Alpha-Affe in Landskron und ist sich seiner Stellung bewusst. Beim Essen kommen wir ihm mit der Kamera zu nahe. Das lässt er sich nicht bieten. Manche Parallelen zum Menschen sind verblüffend. Jungtiere haben eine Art Kindergarten, der sich um den Teich herum ausbildet. Während sich die Mütter um Fellpflege und Fressen kümmern, spielen die Jungen gemeinsam. Also was wir da jetzt am Badeteich gesehen haben, waren ein und ein paar Zweijährlinge haben sich auch drunter gemischt, die dann miteinander agieren, ihr Spielverhalten zeigen. Da kommen sie auch aus unterschiedlichen Familien zusammen. Meistens sitzt ein adultes Tier in der Nähe, eine Mutter oder auch junge Männchen, die denen ein bisschen zuschauen, auch ein bisschen ein Auge drauf haben auf die Jungtiere. Und dort leben sie ihr Spielverhalten aus. Bei der Forschung am Affenberg gibt es keine Tierversuche. Die Erkenntnisse über Verhalten und Genetik werden über die Ausscheidungen der Affen gewonnen. Ab nächsten Herbst soll der erste Universitätslehrgang für Primatologie in Landskron starten, erzählt uns Svenja Gaubatz, die den Affenberg gemeinsam mit ihrem Mann leitet. Für die Forschung bekam Gaubatz Lob von allerhöchster Stelle, der Affenforscherin Jane Goodall. Meine Vision war ja immer schon, verstärkt auf die Forschung zu setzen. Und ich habe immer irgendwann einmal vor 2-3 Jahren gesagt, boah, ich hätte gerne einen Campus. Ja, so, dass wir nicht im Winter 1-2 Studenten oder 3 da haben, sondern dass das wirklich ein bisschen größer wird. Und wir haben uns überlegt, dass von der Kapazität her bis zu 96 Studenten während der Wintermonate hier an Lehrveranstaltungen teilnehmen können. Und die sind dann auch in der Nähe untergebracht und können ja die ersten Schritte in der Feldforschung machen. Neben der sozialen Struktur wird auch die kognitive Intelligenz und Geschicklichkeit der Affen erforscht. Pfleger Max hat selbst Geschicklichkeitsmaschinen entwickelt. Bei den Geschicklichkeitsübungen hat sich herausgestellt, dass die Weibchen die Rätsel besser und schneller lösen als die Männchen. Ist Geschicklichkeit weiblich? Wir fragen Studentin Silvia Armster, die bereits am Affenberg forscht. Ich würde sagen, dass die Weibchen einfach mehr Interesse am Futter haben. Also für Weibchen ist es wichtig, dass sie Ressourcen haben, um auch ihre Kinder ernähren zu können. Und für die Männchen ist es eigentlich wichtiger der Fortpflanzungserfolg. Und dadurch, dass wir bei Experimenten mit Futterbelohnungen arbeiten, ist das von dem her eigentlich ganz logisch, dass jetzt mehr Weibchen daran interessiert sind. Am Ende des Tages verschwinden die Affen in den Bäumen. Sie schlafen gemeinsam sitzend auf Ästen.
Zumindest vermuten das die Forscher. Die Tiere direkt beim Schlafen zu beobachten, ist bis jetzt noch nicht gelungen. Sie sind zu weit in den Baumkronen. Kameras stehlen oder zerstören die Affen. Beim Dreh für diese Reportage kamen natürlich keine Tiere zu Schaden. Unser Mikrofonschutz allerdings schon.